Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Vorstellungsvideo hier in Planet Zoo. Und heute schauen wir uns drei neue Mods für das Spiel an, die drei neue Tiere in das Spiel bringen. Und welche das sind, das zeige ich euch jetzt. Das erste Tier ist auf jeden Fall sehr gruselig anscheinend. Das hält zumindest alle Gäste auf, hier in meinen Zoo zu gelangen. Aber selber schuld, wir wissen ja nicht, was ihnen entgeht. Wir sind natürlich mutig und trauen uns hinein. In das erste Gehege und da sitzt es schon, das Tier. Sieht doch gar nicht so böse aus, oder? Das ist der Mandschurenkranich. Ein sehr, sehr hübsches Tier, muss man sagen. Man sieht ja schon, für welches Tier er ins Spiel gekommen ist, nämlich für den Vogelstrauß. Aber der Strauß ist halt auch gefährlich. Also da würde ich mich auch nicht reintrauen, muss ich sagen. Ich kann mal eben ein Originalbild für euch einblenden von dem Tier. Dann seht ihr das mal, wie nah das an das Ganze rankommt. Ich finde tatsächlich, dass der Körper und so nicht ganz so passend ist. Also das hätte man, glaube ich, noch ein bisschen mehr anpassen können. Sieht halt eher aus wie so ein Vogelstrauß in ja, anderen Farben. Aber trotzdem richtig schick, muss ich sagen. Farben sehen nicht so ganz wie das Original aus. Ist eher so ein Grau und beim Original ist es, glaube ich, eher weiß. Und ja, wie gesagt, die Körperform sieht halt nicht aus wie ein Kranich. Ne? Sieht halt immer noch aus wie ein Vogelstrauß. Nur mit anderen Federn und Farben. Das ist ein bisschen schade. Also das hätte man ruhig noch ein bisschen mehr verändern können. Aber hübsch ist er trotzdem. Das kann man nicht anders sagen. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Und als ich die Mod installiert habe, dachte ich so, das wäre bestimmt so ein kleines süßes Tier, was in einem begehbaren Gehege lebt. Aber ja, denkste, der hat dann halt einfach ja, den Gästen so viel Angst gemacht, dass sie sich gar nicht mehr hier in den Zoo trauen. Aber das macht ja auch nichts. Warte mal, was ist das denn? Hast du das gerade gesehen? Guck mal da hinten hin. Okay, die Mod scheint ein bisschen verbuggt zu sein, wenn man weit weg ist. Egal. Finde ich jetzt nicht so schlimm, weil das fällt eigentlich gar nicht auf. Mir jetzt auch nur durch Zufall aufgefallen. Und das zweite neue Tier befindet sich in diesem Gehege. Das ist nämlich der Mähnenspringer. Da liegt er im Dunkeln. Schauen wir uns den doch mal ein bisschen genauer an. Ja, ist eine Ziegenart. Kommt für das Stallschaf ins Spiel. Besonders auffällig ist diese lange Mähne. Die hat er auch in echt. Aber ich muss sagen, die sieht ein bisschen seltsam aus bei der Mod. Die ist sehr steif. Das ist halt ein bisschen schade. Man sieht ihn leider gerade ganz schlecht. Ich schaue mal eben, ob ich einen finde, der ein bisschen mehr in der Sonne gerade sich aufhält. Wo seid ihr denn alle? So, jetzt sehen wir es ein bisschen besser. Ich blende jetzt auch mal hier ein Originalbild von dem Tier ein. Dann könnt ihr das mal sehen. Der kommt auf jeden Fall optisch schon sehr nah an das Original ran. Auch die Farben, die Hörner und natürlich die Mähne. Das Einzige, was halt schade ist, ist, dass diese Mähne so steif ist. Ansonsten finde ich die Mod sehr, sehr gut. Sieht süß aus, wie sie hier lang koppelt. Die Hörner finde ich auch mega beeindruckend. Die sind riesig. Im Gegensatz zu dem Tier. Muss echt schwer sein, diese Hörner mitzuschleppen. Oder stellt euch mal vor, so ein Horn bricht ab. Geht das dann nicht voll auf den Nacken? Vom Gewicht her, wenn das dann nur so nach links zieht? Gruselig. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie das bei so einem Mähnenspringer wäre, wenn da ein Horn abbricht. Ob das dann wirklich so beeinträchtigend ist. Würde mich mal interessieren. Und das letzte Tier für heute ist hier schnell und wild unterwegs. Das ist der Weißwangen-Schopfgeborn. Ganz schön am Sprinten. Gibt es einmal in Schwarz und einmal in Weiß. Die sitzen leider jetzt gerade ineinander. Das hier ist die weiße Version. Die schwarze zeige ich euch auch gleich nochmal. Hübsch eigentlich, ne? Also kann man sich gut angucken. Der kommt übrigens für den Bonobo ins Spiel. Jetzt schauen wir uns mal den schwarzen an. Der sitzt hier gerade so schön in der Sonne. Jetzt natürlich nicht mehr. Das ist die schwarze Variante. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus mit der Lippe, muss ich sagen. War bei den weißen gerade nicht der Fall. Mega gruselig. Ich habe aber den Weißwangen-Schopfgeborn auch vorher noch nie gehört, den Namen.
Gesehen habe ich die aber, glaube ich, schon mal, die Affenart. Ich kann euch jetzt mal eben ein Foto einblenden, könnt ihr das Ganze vergleichen. Kommt schon relativ nah dran, bis auf die Lippen. Beim Weißen können wir auch nochmal eben gucken. Ja, das kommt schon hin. Also das ist schon ganz gut gelungen. Ich finde es nur beim Schwarzen sehr komisch mit der Lippe. Sieht beim Weißen ein bisschen schöner aus. Definitiv. Ich finde das immer echt interessant, wenn man neue Tiere so bekommt durch Mods. Ich hoffe, bald kriegen wir auch irgendwann mal Erdmännchen. Das wäre super nice. Oh Gott, wie das aussieht, wie der klettert. Das sollten die vielleicht auch nochmal patchen, dass das Klettern der Affen ein bisschen schöner aussieht. Wäre halt schön, wenn er nur hier oben drauf klettern würde und dann relativ schnell oder halt unten läuft und nicht so bei den Seilen so rumglitscht. Das ist echt ein bisschen schade. Ja, das ist halt echt weird. Aber trotzdem, die Mod gefällt mir. Die ist cool. Da oben müsste jetzt auch nochmal der Schwarze sein. Wo ist er denn? Da oben könnte man sich die gar nicht angucken, weil die einfach viel zu wild hin und her hüpfen. Jetzt seht ihr es nochmal. Der sieht auch so ein bisschen schmaler aus, habe ich das Gefühl. Ist das das Männchen oder das Weibchen? Wäre auch nochmal gut zu wissen. Das Männchen, okay. Das Schwarze ist das Männchen, das Weiße oder der Weiße das Weibchen. So, das waren die drei Mods. Ich hoffe, diese kurze Vorstellung hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über ein Like freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.